Sind nur die Notenbanken für die Geldflut verantwortlich? Oder woher kommt das viele Geld? In Siegen beschäftigen sich Wirtschaftsstudenten genau damit. Was wissen die Leute über die Herkunft des Geldes? Das wollen sie rausfinden. Danke. Es geht um das Thema Geld. Wir sind von der Uni Siegen und machen ein Forschungsprojekt. Ja. Was für Sie Geld bedeutet? Ja. Ohne Geld geht gar nichts. Woher würden Sie sagen, kommt das Geld? Auf jeden Fall nicht von mir. Wie wird Geld überhaupt erschaffen? Ja, durch Arbeit natürlich. Weiß ich jetzt einfach nicht. Der Akku ist aus der Bank. Aus der Bank, okay. Ja, der Staat, wer sonst? Staat. Nö, da kann ich Ihnen so nichts zu sagen. Bin ich etwas überfragt, muss ich sagen. Das Fazit, eher ernüchternd. Es war sehr unterschiedlich. Also viele hatten gar keine Idee, wer das jetzt eigentlich herstellt. Es gab durchaus auch mal so Bank oder es wird gedruckt oder Manipulation war auch hier und da mal ein Thema. Aber es war schon so, dass die meisten wirklich gar nicht wussten, wo es herkommt. Den Finanzfachmann Helge Peukert ärgert schon lange, dass in den Wirtschaftswissenschaften Geld so gut wie keine Rolle spielt. Es gilt vielen nur als neutrales Tauschmittel. Es ist eine große Merkwürdigkeit, dass nicht nur in der Öffentlichkeit hier eine große Unklarheit, was ja die Umfrage der Studenten heute gezeigt hat, besteht, sondern auch im Bereich der Wissenschaft, ja sogar bis hinein in Bankenvorstände, der Geldschöpfungsprozess doch teilweise eine sehr mysteriöse Angelegenheit zu sein scheint. Das Schweigen der Banken hat Gründe. Sie müssten ihren Kunden erklären, dass sie es selbst sind, die Geld schöpfen. Und dass sie davon gewaltig profitieren, erklärt Peukert seinen Studenten. Geld sei eben nicht neutral. Nicht die Notenbanken, die privaten Banken selbst schaffen das meiste neue Geld. Das nennt sich Giralgeldschöpfung. Geld kommt in die Welt, indem jemand zur Bank geht, einen Kredit aufnimmt. Und dann eröffnet die Bank ein Konto und schreibt eben diesen Betrag gut als Kredit und dann hat sie eine Verbindlichkeit gegenüber dem, der den Kredit aufgenommen hat und dann hofft sie, irgendwann zahlt dann zurück. Das heißt also, der ursprüngliche Impuls der Geldmengenschaffung, der geht von den Privatbanken aus. Das ist neu für die meisten. Viele sind der Meinung, dass ein Kredit so funktioniert. Sparer bringen ihr Geld zur Bank. Und die Bank verleiht dieses Geld dann an einen Kunden weiter, zum Beispiel an einen Häuslebauer oder an einen Industriebetrieb. So ist es aber nicht, sondern wenn jemand spart, dann wird dieses Geld praktisch auf dem Sparkonto stillgelegt, ja? Vorteil für die Bank, er kann es nicht abheben. Und wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann wird das praktisch aus dem Nichts geschaffen. Und diese beiden Vorgänge haben im Prinzip nichts miteinander zu tun, obwohl es so aussieht und obwohl es in den Lehrbüchern steht. Und so funktioniert es. Der Kunde möchte einen Kredit über 10.000 Euro. Seine Bank muss dafür 1-3%, also mindestens 100 Euro, bei der Zentralbank als Reserve hinterlegen. Das ist alles. Dafür darf seine Bank quasi per Knopfdruck die Kreditsumme von 10.000 Euro auf das Konto des Kunden überweisen. Die Bank schöpft also aus 100 Euro 10.000 Euro elektronisches Geld und kassiert dafür Zinsen. Die Giralgeldschöpfung, eine Lizenz zum Geldverdienen. Die Banken sind natürlich glücklich, dass sie die Geldschöpfung betreiben können, weil ihnen das einen Freiheitsspielraum gibt und sie da diese sogenannte Seniorage, also den Geldschöpfungsgewinn, einkassieren können. Das sind immerhin ein paar Milliarden im Jahr. Wer würde gern darauf verzichten? Die garantiert nicht. Also die Tatsache, dass Privatbanken im Prinzip selber Geld auf Knopfdruck erschaffen können, das war früher das Münzprivileg, das hatten die Fürsten, das hatten die Staatsmänner. Das ist im Prinzip ein Privileg aus dem Nichts, Geld und damit auch Gewinne zu scheffeln. Und dieses Privileg hat die Finanzbranche seit langer Zeit und in den letzten Jahren ungehemmt. Und das muss man schon überdenken, ob das so sinnvoll ist. Vor allem die Großbanken haben mit dieser Giralgeldschöpfung die Geldflut gewaltig vergrößert. Um das Finanzsystem wieder zu bändigen, könnte den privaten Banken das Privileg zur Geldschöpfung genommen werden. In der Schweiz tut sich schon was. Bankenplatz Zürich.
Heute wirbt hier eine Initiative dafür, die Schweizer Banken in die Schranken zu verweisen. Alles Geld soll in Zukunft nur noch von ihrer Nationalbank geschöpft werden dürfen. Und nicht mehr von den privaten Banken. Die Vollgeld-Initiative tritt für sicheres, für voll gedecktes Geld ein. Schluss mit dem Privileg der großen Banken, elektronisches Geld auf Knopfdruck in die Welt zu bringen. Reinhold Harringer war früher Stadtkämmerer in St. Gallen und hat da verstanden, dass es mit uferlosen Krediten und Schulden nicht weitergehen kann. 90% des ganzen Geldes, das sind nur noch Zahlen in den Computern der Banken, und dieses Geld wird von den Banken produziert. Und das ist das, was uns Bauchweh macht und was wir ändern möchten. Aller Anfang ist mühsam. Aber die Mitglieder der Initiative treffen bei vielen Passanten den Nerv. Ein Misstrauen ins herrschende Finanzsystem. Denn die Großbanken produzieren mit der Geldschöpfung eine Kredit- und Schuldenspirale. Ich bin ein früher Banker, jetzt pensioniert. Und ich kann eigentlich nicht mit Stolz heute sagen, dass ich mal früher ein Banker war. Für mich ist es eine Spielbank heute. Es wird manipuliert von allen Seiten. Was heißt Diebstahl, was man jetzt macht an uns und an der zukünftigen Generation. Bisher kassieren vor allem die großen Banken die Gewinne aus der Geldschöpfung. Die Vollgeld-Initiative will, dass diese Milliardenprofite den Schweizer Bürgern zufließen. Denn nur noch ihre Nationalbank soll Geld schöpfen dürfen. Wir wollen den Banken nur das Recht nehmen, selber Geld zu schöpfen. Aber wir nehmen ihnen keinen Geschäftszweig weg. Sie machen weiterhin Kreditgeschäfte, sie verwalten Vermögen, sie machen den Zahlungsverkehr. Alle großen Dinge, die bleiben bei den Banken. Aber ihre Nationalbank soll künftig die Schlüsselrolle spielen. Private Banken dürfen nur noch dann Kredite vergeben, wenn sie das Geld auch tatsächlich im Tresor haben. Zu 100% abgesichert. Also keine Giralgeldschöpfung mehr für die Privatbanken. Und auch die Zinsgewinne aus diesem Privileg kommen dann der Nationalbank zugute. Gewinner dabei die Allgemeinheit. Deren Wohl ist die Nationalbank ohnehin verpflichtet. Wie geht es weiter? In der Schweiz kommt das Vollgeld in die Volksabstimmung, vielleicht schon dieses Jahr. Aber auch in Island, England oder in Deutschland arbeiten ähnliche Initiativen daran, das Geldsystem auf gesunde Beine zu stellen. Die Kritik am bestehenden Finanzsystem wächst. Die Initiative will, dass die Geldschöpfung wieder der Realwirtschaft dient. Schluss mit unkontrollierter Giralgeldschöpfung durch private Großbanken. Mit den offenen Geldschleusen, sage ich mal, schafft man jetzt die Voraussetzungen für die nächste Krise. Und das ist ein Problem. Und das ist ganz klar, wenn man eine Vollgeldreform in die Wege leiten würde, wäre das für die Zukunft wäre das so nicht mehr möglich. Die Geldschöpfung soll staatlich kontrolliert werden und nicht mehr in der Hand der privaten Banken liegen. Milliarden Zinsgewinne werden dann der öffentlichen Hand zufließen. Ich unterstütze die diversen Vollgeldinitiativen. Die Banken können dann eben kein neues Geld mehr schaffen, sondern müssen mit dem Geld arbeiten, was sie als Einlagen haben. Das ist sicherlich ein guter erster Schritt zur Begrenzung der Giralgeldschöpfung. Es wird nicht reichen, aber es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem faireren Geldsystem.